Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Roland Rost. Ich bin Leiter der Edison Akademie und möchte Ihnen heute die neu gestaltete Seminarreihe zum Thema Controlling vorstellen. Hierzu habe ich heute den Kooperationspartner, Herrn Prof. Dr. Steinhübel, eingeladen. Er ist Geschäftsführer der IFC Ebert Gruppe und ist Controlling-Experte, er ist Hochschuldozent, er ist Berater und selbst ein erfolgreicher Unternehmer. Er berät und begleitet Unternehmen auf dem Weg, erfolgreich Controlling einzuführen. Wir freuen uns sehr, dass wir unsere gute Zusammenarbeit noch weiter ausbauen können. Die neue erweiterte Seminarreihe Controlling besteht jetzt aus mehreren Seminaren und auch Online-Schulungen. Sie werden in diesen Seminaren und Online-Schulungen Grundlagen als auch Aufbauwissen erlernen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den bisherigen Seminaren haben uns sehr gute Noten ausgestellt. Sie haben uns auch in persönlichen Gesprächen dazu aufgefordert, an diesem Konzept weiterzuarbeiten. Diesem Wunsch kommen wir natürlich sehr gerne nach und haben dies auch so umgesetzt. Aber hören Sie selbst, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu diesen Seminaren zu sagen haben. Die Videos finden Sie im Internet. Widmen wir uns nun dem Seminar CO51. Weitermachen wie bisher oder erfolgreich mit Controlling navigieren. Weitermachen wie bisher sollte nicht die einzige Option sein. Dadurch würden viel zu viele Chancen ungenutzt und viel zu viele gefährliche Tendenzen unbekannt bleiben. Herr Professor Steinhübel, wie wichtig ist Controlling für Unternehmen? Ja, Controlling hat in den letzten Jahren an Bedeutung zugenommen. Das liegt nicht am Controlling selbst, sondern an der Entwicklung um das Unternehmen herum. Das heißt, neue Gesetze, neue Wettbewerber, neue Produkte, neue Technologien wie zum Beispiel Industrie 4.0, Big Data, alles Tendenzen, alles Trends, die nicht nur Trends sind, sondern die das Umfeld verändern, die das Unternehmen verändern. Und jetzt brauche ich ein Controlling, das mir hilft, in dieser immer turbulenteren Zeit die richtigen Fragen zu stellen, die richtigen Wege aufzuzeigen, um dann natürlich, wie es ja dieser Seminartitel sagt, auch navigieren zu können. Was verstehen Sie unter strategischen Aspekten? Ja, der Begriff strategisch oder strategische Aspekte heißt, wir versuchen nicht nur letztendlich Umsatz und Kosten zu untersuchen, sondern auch uns mit der Frage auseinanderzusetzen, welche Chancen und Gefahren drohen. Chancen entstehen für die Unternehmen, die etwas als erstes erkennen, Gefahren eben genau andersrum. Welche Stärken habe ich, welche Schwächen habe ich? Habe ich überhaupt eine strategische Zielsetzung oder lasse ich mich immer vom Operativen treiben? Und das sind Themen, die wir auch im Controlling auf den Tisch bringen müssen. Ich formuliere es anders. Wenn nicht wir im Controlling, wer versucht dann das Unternehmen auch strategisch auf Kurs zu bringen? Welche Rolle spielt denn das Controlling für eine zukunftsfähige Führung? Ja, da kann ich jetzt anschließen an die Antwort von vorher. Eine Rolle, die es heute letztendlich dadurch gewinnt, dass wir uns heute mit den Fragen auseinandersetzen und mit den Ideen auseinandersetzen müssen, die uns erst morgen letztendlich beschäftigen. Das heißt, die zukunftsfähige Führung ist ja letztendlich eine Führung, die nicht Zukunft macht, aber die heute versucht, die Zukunft zu erkennen, damit ich morgen überhaupt noch eine habe. Was sind denn steuerungsrelevante Kennzahlen und warum sind sie auch in dem Zusammenhang so wichtig? Ja, steuerungsrelevante Kennzahlen muss man differenzieren. Ich brauche relevante Kennzahlen, um das heutige Geschäft, meine operativen Themen im Griff zu haben. Und da gilt für alle Unternehmen first of all die Liquidität. Dann brauche ich ein paar Rentabilitätskennzahlen. Ich brauche natürlich auch Deckungsbeiträge, Kostenstrukturen. Aber ich brauche oder sollte mich auch mit Fragen auseinandersetzen wie: Wie ist meine Fluktuationsquote? Wie ist meine Wettbewerbsintensität? Wie ist mein Marktanteil? Wie ist natürlich auch meine Innovationsquote? Das heißt, wie viele Neuprodukte habe ich tatsächlich am Markt positiv platziert? Also es sind steuerungsrelevante Kennzahlen, die wir strategisch und operativ haben, sollten aber nicht mehr sein wie 7, weil sonst weiß ich nicht mehr, wonach ich schauen darf. Mit dem Seminar CO51, Controlling für den Mittelstand, wollen wir den allgemeinen Nutzen des Controllings im Unternehmen herausarbeiten. Herr Professor Steinhübel, vielen Dank für das Interview. Sie haben unseren Kunden und allen Interessierten einen sehr guten Eindruck gegeben über die Inhalte und die Dinge, die wir dort in den Controlling-Seminaren vermitteln wollen. Vor allem, wenn es darum geht, die neue Controlling-Seminare der Edison Akademie zu beleuchten. Ja, vielen Dank auch Ihnen, Herr Rost, für das Interview. Denn ich denke, man kann über das Thema Controlling nicht oft genug reden.
Und die Zusammenarbeit zwischen Edison Akademie und uns soll ja das Thema Controlling noch wieder in das Licht setzen. Und wir wollen ja gemeinsam Controlling den Weg öffnen und ebnen, den es eben verdient, in der Praxis angekommen zu sein oder endlich anzukommen, damit wir nicht mehr nur sagen, Controller sind die, die das nochmal rechnen, was das Rechnungswesen schon dreimal gerechnet hat, sondern wir wollen ja wirklich einen Mehrwert stiften und Nutzen stiften. Und der Controller soll sich eben heute vom letztendlich Navigator weiterentwickeln zum Businesspartner. Und da freue ich mich auf die Zusammenarbeit und ich denke, es wird eine tolle Geschichte. Danke sehr.